Wir waren als Kinder immer hier. Es war damals ein Highlight natürlich, hier die ganzen Attraktionen zu fahren. Die Leute, die von hier kommen, wissen natürlich, was der Wurstmarkt ist. Jetzt von außerhalb, glaube ich, ist es nicht ganz so bekannt. Ja, mir wurde gesagt, dass das so in der Richtung Kirmes ist und wir da an einem Stand die Fans treffen. Ich kenne bei uns in Düsseldorf die Rheinkirmes, aber so mit einer Autogrammstunde und mit den Fans hier ist was ganz anderes. Das ist schon, glaube ich, mit das, was am längsten geht und wo auch echt, boah, also wo es schon echt Richtung Arbeit geht. Wir wissen alle, wie positiv verrückt unsere Fans sind. Wir wussten schon von letztem Jahr, also die dabei waren, was hier los ist. Ich habe heute früh ein bisschen mitgekriegt, dass hier schon sehr viel los sein soll. Ich bin nicht überrascht, weil ich habe schon im Stadion gesehen, wie die Fans sind, dass sie für den Club leben. Aber sind noch mehr hier, als ich erwartet habe. Dass so viele Fans da sind bei so einer Hitze, ist Wahnsinn. Für diejenigen, die neu dabei sind, ist das gleich mal ein Zeichen von der ganzen Strahlkraft, die der FCK auch hat. Schon krass. Es ist sehr warm hier natürlich, aber ich hoffe, wir können den Leuten hier alle eine Freude machen damit. Ja, es sind noch ein paar da, aber ich glaube, nicht mehr lange. Willst du auch einen haben? Für dich extra. Ich glaube, der Wurstmarkt ist sehr schön. Jetzt nicht nur hier im Zelt, sondern außenrum kann man sehr viel Spaß haben. Und ich glaube, die Leute kommen gerne hierher. Esse, ja, Wurst. Auf dem Weg. Trinken hast du gefragt? Wenn man kein Fußballer ist, dann bestimmte Wollscholle oder Traubensaftscholle für uns Fußballer. Und fahren, was bin ich früher immer gefahren? Wilde Maus, genau. Das bin ich als Kind immer gefahren. Sehr schwitzig, gerade aktuell. Das überstehen wir auch. Was war schweißtreibender? Die Einheit heute früh oder das hier? Siehst du mich? Von den Temperaturen her auf jeden Fall anstrengender, aber trotzdem ist es immer wieder schön, die Wucht der Fans zu spüren und die Liebe und ja, ein bisschen zurückgeben zu können und ich denke mal, machst auch gerade jetzt die ganz Kleinen hier unter uns glücklich und das ist schön. Hallo! Ja, alles gut, ich meine. Alles gut, ja, kein Stress. Ole, rot, weiß. Sola, wirklich. Feierabend oder was?